dieser Runde lagen drei Mannschaften punktegleich an der Spitze, nämlich die Austria, Salzburg und der FC Tirol und dahinter noch Admira Wacker sozusagen in Lauerstellung. Jeder Schuss, jeder Treffer kann jetzt schon entscheidend sein. Wir zeigen Ihnen die drei Spiele von heute, nämlich das große Wiener Derby, Austria gegen Rapid. Die Statistiker streiten ein bisschen, das 190. ist es angeblich, dann FC Stalins gegen den FC Tirol und schließlich noch Vorwärts Steyr gegen Admira Wacker. Eine Mannschaft aus dem Spitzentrio, nämlich Salzburg, hat den Pflichtsieg sozusagen gestern schon absolviert, und zwar gegen St. Pölten. Es war allerdings ein sehr mühevoller Erfolg und erst in der 87. Minute gelang Ergovic der entscheidende Treffer. Und zwar sehen wir ihn hier. Zunächst Jurcevic, dann Ergovic, trifft zunächst nur die Stange und dann stochert er den Ball über die Linie. Entsprechende Begeisterung bei den Fans, wir sehen dieses Tor noch einmal. So, und Salzburg hatte damit vor den Spielen von heute zwei Punkte mehr auf dem Konto und die musste sich die Austria gegen Rapid erst holen.